der Name Superdrink ist verheißungsvoll. Was steckt hinter diesem Superdrink? Super tolle Sachen natürlich. Und zwar haben wir einerseits den gelben Superdrink. Das einmal mit wie eine Maracuja-Schorle eigentlich. Das ist eine Fruchtsaftschorle mit unglaublich vielen tollen Sachen wie Koffein, was man gar nicht denken würde, dass da in so einem genauso viel drin ist wie in allen üblichen Energy-Drinks, wie eine große Tasse Kaffee. Dadurch ist trotzdem kalorienarm, ja, weil ein bisschen brauner Zucker drin ist, damit einfach das Koffein im Körper aktiviert wird. Aber super spritzig, also durch das Maracuja, Mandarine, Orange. Probier ich genau, gleich. Bitte. Also die Cola praktisch in Maracuja. Ja, genau. So genau. Schön lecker. Spritzig, mineralisch, bisschen sauer und genau zum Gegenteil hin haben wir diesen grünen. Der grüne Superdrink ist Teebasis, grüner Tee mit Kokosnusswasser und naturtrüben Apfelsaft. Mhm. Sieht man auch hier zum Beispiel, ist schön trüb, kannst du auch direkt probieren. Mhm. So. Genau, das Tolle daran ist, da ist eben so gegenteilig keine Kohlensäure und kein Koffein drin. Super viel Magnesium, weil es ein Elektrolytgetränk ist, beide. Okay, also ihr habt praktisch diese beiden Drinks als Portfolio, jetzt als Startup. Genau, wie seid ihr auf die Idee gekommen, eigentlich sowas zu produzieren? Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir es gebraucht haben, einen Superdrink zu erfinden, einfach mit vielen Mineralstoffen, die uns über den Tag helfen, für lange Nächte, für lange Tage, ja, Energiehaushalt einfach wieder hochpushen, ja, durch den ganzen natürlichen Zusätze von Passion Fruit, Blütensirup und sowas, genau, das findet man in normalen Getränken eben nicht, ja. Also für harte Arbeitstage und lange Partynächte. Genau, genau. Also okay. Perfekt, hier Koffein, ist man schön wach, den anderen mit Magnesium, ist darüber auch ein bisschen beruhigender, aber trotzdem, ja, trotzdem pushen. Ja. Energy Drinks und isotonische Getränke gibt es ja wie Sand am Meer auf dem Markt. Wie gehe ich denn als Startup vor, dass ich meine Produkte auch an den Mann bekomme? Wir versuchen das natürlich so facettenreich wie möglich zu gestalten. Das heißt, wir versuchen zu allen Bereichen hinzugehen und es einfach so an den Mann zu bringen. Genau, persönlich. Einfach hinzugehen und sagen so, hey, du bist jetzt im Büro, du arbeitest im Büro, dann statt einen Kaffee einfach mal einen koffeinhaltigen Fruchtschorlen-Drink zu nehmen. Genauso wie für den Sport zum Beispiel. Weil einen davor zum Aufpushen mit Koffein, einen danach mit Magnesium zum Beispiel. Also Fitness passt es auch genau. Mit allen anderen Gastronomie wie normal, Cafés, über den Alltag. Wie groß ist denn da der Widerstand bei Clubs, bei Restaurants und so weiter, bei Läden, die alten Sachen mal ein bisschen nach hinten zu stellen und was Neues auszuprobieren? Es ist noch ein bisschen schwierig, klar, weil die Leute halt einfach so gewöhnt sind. Die Menschen sind gewöhnt, sind einfach da und jeder will das Gleiche dann haben. Die haben sich an diesen einen typischen pappsüßen Geschmack gewöhnt. Deswegen immer dasselbe. Aber dadurch, dass jetzt allgemein alles viel fitter ist, viel vegetarischer, veganer, bio, wollen dann alle auch in diese Schiene geraten. Also gehen wir mit dieser Schiene mit und eben powerful, ja, und mit unseren Powergetränken da. Fit mit Power. Ich merke eins total, ihr seid mit Leidenschaft dabei und das ist schon eine super Voraussetzung, sich auf den Markt durchzusetzen. In dem Sinn, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Gerne. Danke.